Es ist klein und unscheinbar, aber glaubt man der Jury eines neuen internationalen Gastrowettbewerbs, dann ist das Wolfrad im südafrikanischen Dörfchen Paternoster das beste Restaurant der Welt. Der Inhaber und Koch zeigt sich bei der Verleihung des World Restaurant Awards in Paris überwältigt. Das Wolfrad ist ein Restaurant mit 20 Plätzen in einer historischen Fischerkarte. Es liegt in einem kleinen Fischerdorf an der Westküste von Südafrika und wir servieren kleine, saisonale Menüs mit etwa 7 Gängen, zumeist Fisch und Meeresfrüchte. Das erweitern wir mit einheimischen Zutaten, die wir saisonal rund um das Dorf sammeln, wilde Kräuter, Seetang. Der Preisträger fing erst vor ein paar Jahren an, ernsthaft zu kochen. Bis dahin arbeitete der heute 38-Jährige als Journalist. Mit seiner nachhaltigen, einfachen und weitgehend naturbelassenen Küche konnte er die Jury überzeugen, die mit dem neu geschaffenen Preis ein Gegengewicht zur französischen Feinschmeckerbibel Guide Michelin schaffen will. Im internationalen Vergleich lässt es sich im Wolfrad günstig speisen. Ein 7-gängiges Menü kostet umgerechnet 53 Euro.